ihr Lieben. Guten Morgen. Guten Morgen an diesem wunderbaren Tag. An diesem Montag. Oh, ich habe noch meine Brille auf. Muss ich zur Seite tun. Na, wie geht es euch? Wie geht es euch, ihr wunderbaren Wundermenschen? Guten Morgen, Thorsten. Die Tage habe ich überlegt, ob der Morning Flow Club nicht eine andere Form kriegen soll. Eine von diesem wöchentlichen weg hin zu einem intensiveren und dafür monatlichen. Und da sagte mein Mann Thorsten, ey, nee, das geht eigentlich nicht, weil das ist schon Teil meines Alltags geworden. Und ja, stimmt, auch ein Teil meines Alltags. Und gestern Abend saß ich da und hatte überlegt, oder gestern Mittag, was mache ich heute im Morning Flow Club? Und da hat mich jemand inspiriert. Und darauf komme ich gleich. Aber erstmal, hier Ordnung muss sein und Struktur, auch wenn Struktur nicht gerade mein großes Steckenpferd bleibt, ist, lasst uns kurz hier an diesem Morgen ankommen. Denn darum geht es ja im Morning Flow Club. Guten Morgen, Fährgraswelt. Fährgras? Ist das dein Name, Fährgras? Hallo auf jeden Fall. Wunderbar, dass du da bist. Hallo, ich winke dir zu. Ha, jetzt habe ich mir das auch mal getraut. So, wie geht es euch an diesem Morgen? Ich bin an diesem Morgen heute mit einer, ja, so einer freudigen Unruhe bin ich angefüllt. Irgendwas ist diese Woche. Ich weiß noch nicht, was. Ich weiß noch nicht, was passiert, aber irgendetwas wird diese Woche passieren. Davon bin ich ganz fest überzeugt. Und ich bin aufgeregt, ich bin gespannt, aber in allererster Linie bin ich in freudiger Erwartung. Ich bin gespannt, was diese Woche mir bringen mag. Und was ich erschaffen möchte in dieser Woche ist, ich möchte mit dem, was da auf mich zukommt, von dem ich gerade noch nicht weiß, was es ist, möchte ich etwas Besonderes schaffen. Das habe ich mir für diese Woche vorgenommen. Hallo! Schön, dass du da bist. Mau Mau. Auch dir kriegst ein Winkerchen. So, jetzt habe ich ja gerade schon einen kleinen Teaser gemacht. Gestern Mittag saß ich da und habe überlegt, was mache ich denn heute? Und dann habe ich eine Story gesehen von der lieben Lisa Morgenbrot. Und Lisa hat darüber gesprochen, dass sie in einem Women's Circle über ein bestimmtes Thema sprechen wird. Und sie hat sich darüber Gedanken gemacht. Wie schön, danke für die schönen Blümchen. Und sie hat sich darüber Gedanken gemacht, was sie diesen weisen Frauen sagen soll. Die wissen doch schon alles. Und das hat sie wohl sehr aus der Bahn geworfen. Und dann ist ihr irgendwann aufgegangen, hey, eigentlich ist das gar kein Grund, Angst zu haben oder gar kein Grund, so einen Druck zu spüren. Weil das bedeutet ja, wir wissen eh schon alle, was ist. Und das hat ihr eine ganz, ganz große, das hat ihr eine ganz große Ruhe gegeben. Und dann konnte sie sich auf diesen Talk einlassen. Und als ich das gesehen habe, habe ich gedacht, ja, hat sie eigentlich recht. Wir sind kreative Menschen. Wir sind alle von der Basis her kreativ.
Lass doch das Thema einfach morgen nehmen, Verena, das da ist, was da daherkommt. Lass dich drauf ein. Und das habe ich auch gemacht. Und heute Morgen bin ich aufgewacht und ich wusste, welches Thema dran ist. Ich habe es auch vorhin gleich in die Story reingepostet. Das Thema ist Ideen, zu viele Ideen. Denn als ich mich da jetzt so reinbegeben habe, guten Morgen Oliver, die habe ich auch schon lange nicht mehr gesehen. Hallo Caroline. Als ich mich da so hineinbegeben habe in dieses riesige Feld von Möglichkeiten, einfach mal zu schauen, was heute hier passieren wird im Morning Flow Club, da fing es an zu rattern. Die Ideensprudelmaschine ist losgegangen und gelaufen. Es ging voran. Plötzlich waren Unmengen an Ideen da. Und ich weiß, dass das ein Thema ist, dass sehr, sehr viele, guten Morgen Sandra, auch du, hallo, dass sehr viele umtreibt. Zu viele Ideen. Verena, ich habe zu viele Ideen. Wie kann ich damit umgehen? Und zu viele Ideen sind ein Segen. Aber ich weiß, auch ein Druck, weil auch ich habe sehr viel und sehr lange Zeit mich mit diesen Unmengen an Ideen herumgeschlagen. Ich habe gelernt, ich habe gelernt, damit umzugehen. Und ein ganz großes Element ist, halt, eigentlich wollte ich was anderes sagen, nicht ich habe gelernt, damit umzugehen. Nein. Ich wollte sagen, wir haben gelernt, dass wir uns fokussieren müssen, dass wir uns entscheiden müssen. Entscheide dich mal auf einen Punkt und dann machst du das richtig. Lieber eine Sache und die dann richtig machen. Und genau das hat mich immer unglaublich unter Druck gesetzt. Zu viele Ideen zu haben, schien für mich ein Makel zu sein. Denn ich konnte mich gar nicht fokussieren auf ein Ding. Aber jetzt nehmt euch mal dieses Bild. Ihr steht im Zentrum, ihr steht im Zentrum eines Orkans, im Auge. Und um euch herum drehen sich all diese Ideen, manchmal mit irrsinniger Geschwindigkeit, manchmal langsamer. Und es sind alles Möglichkeiten, Unmengen an Möglichkeiten. Wir können all diese Möglichkeiten umsetzen. Und das ist ja das Geniale. Denn jede dieser Ideen, für die müssen wir uns nicht entscheiden. Wir können sie einfach nur annehmen und sehen. Denn es ist ja so, wir denken Unmengen an Ideen, an Gedanken jeden Tag. Und lass uns mal von diesen Gedanken sagen, von diesen Gedanken sind 1000 Ideen. Und von diesen 1000 Ideen sind wahrscheinlich 990 Mumpitz. 990 sind unsinnig. 5% dieser Ideen, 5 von diesen Ideen, hey, die haben wirklich Gehalt. Und die anderen 5 sind Möglichkeiten. So, was sollen wir jetzt machen? Sollen wir bitte schön 5 von diesen Ideen jetzt umsetzen? Was jetzt passiert ist, dass wir total überfordert sind. Und jetzt kommt die entscheidende Botschaft. Wir müssen sie nicht umsetzen. Wir dürfen sie einfach nur sehen und dürfen sie in unserem überdimensionalen Hochregal an Ideen ablegen und können jederzeit darauf zugreifen. Jetzt möchte ich mal gerade kurz schauen, was schreibst du, Oliver? Viele Ideen sind gerade in der Umsetzung, wollte ich sagen. Cool. Und auch das ist ja auch so ein Punkt. Viele Ideen in der Umsetzung, das bedeutet unglaubliche mentale Kraft, weil wir können ein bestimmtes Maß an Ideen parallel umsetzen. Und damit der Frust nicht zu groß wird, der Frust, dass wir das Gefühl haben, das sind jetzt so viele Ideen, so viele Bälle, die ich in der Luft habe. Aber viele von diesen Ideen kann ich jetzt gar nicht mehr richtig bedienen.
müssen wir uns fokussieren. Und der Kern ist, dass wir, gerade wir Menschen mit unglaublich vielen Ideen, kreative Menschen, die keine Angst haben vor Ideen und die diese Bilder sehen, und ich bin davon überzeugt, dass jeder Mensch, jeder Einzelne auf dieser Welt diese Bilder hat, diese Ideen hat, dass wir es ganz oft bloß einfach nicht mitbekommen. Das Ding ist, wenn wir uns bewusst sind, wo ist dieses Auge, wo ist dieses Auge im Orkan? Dieses Auge sind wir. Das ist unser sicherer Kern. Wenn wir uns dort jederzeit zurückziehen können, da reingehen können, dann können wir diese gesamten Ideen, wir können sie aushalten. Wir können, wie sagen, freeze und alles friert ein. Und dann kann ich da stehen, ich habe diesen riesigen Ideenwirbel, ich kann in der Mitte stehen und mich langsam in jede Richtung umschauen und kann sie alle sehen. Denn ganz oft ist es ja das gerade, dass es zu viel wird, zu schnell, eine Reizüberflutung. Genau, das ist das, was mir heute Morgen gekommen ist, wo ich gedacht habe, genau darüber möchte ich gerne sprechen, über zu viele Ideen. Und für diesen Morning Flow Club meine Frage zum Ende hin. Was ist das Wichtigste, was du diese Woche erschaffen möchtest? Und Oliver, wenn du gerade gesagt hast, du hast so viele Ideen in der Umsetzung, worauf freust du dich in dieser Woche? Worauf freust du dich, was ansteht? Und auch du, Mau Mau. Auf was freust du dich? Auf was freust du dich, Thorsten? Ich nutze gerade diesen Moment für mich, um meine persönliche Form von Freeze zu machen. Denn mir geht es sehr oft so, dass ich, wenn ich im Morning Flow Club bin, dass dann die Ideen und Worte sich wie überrollen, überschlagen. Und Freeze ist da auch ein Gedanke, der hilft, um die Geschwindigkeit rauszunehmen. So, was habe ich denn da? Dass ich gerade umsetze, da freue ich mich. Schön! Ich bin sehr gespannt, was du umsetzt. Ich werde linsen bei dir auf deinem Account, Oliver. Auf ein Bild von meinem Freund. Und Eis essen gehen mit ihm. Wunderbar! Wunderbar! Und deine Ideen in Videos umsetzen. Cool. Ich bin gespannt. Ich werde auch bei dir auf deinem Account linsen. Ihr Lieben, damit möchte ich den Morning Flow Club für heute beenden. Die Intention für mich in dieser Woche ist Freeze, aber Freeze im Sinne von kein kaltes, starres Einfrieren, sondern im Sinne von Anhalten, Ruhe, stehen bleiben. Ich wünsche euch einen wunderbaren Tag. Eine wunderbare Woche. Danke, dass ihr das mit mir geteilt habt. Und all die anderen, die den Morning Flow Club im Nachhinein anschauen, teilt eure Gedanken, teilt das, was ihr diese Woche kreieren wollt, was ihr erschaffen wollt. Inspiriert andere. Inspiriert sie, indem ihr ein Einblick in eure Welt ihnen gibt. Teilen ist so wichtig. Ihr Lieben, in diesem Sinne,
Genieß die Woche, genieß das Eisessen, genieß die Videos, genieß das Sichtbarsein, genieß das Erschaffen und genieß das schöne Wetter. Du hast mich schon mit der ersten E-Mail erreicht. Danke. Danke, Mau Mau. Das bedeutet mir total viel. Von Herzen eine wunderbare Woche. Lasst es schillern, ihr Tollen. Lasst es schillern, was es Zeug hält. Und schillert mit diesen Wochen, mit diesem wunderbaren Wetter. Und habt einen Blick auf die kleinen, kleinen Knospen von all diesen Bäumen. Auch die wollen schillern. Einen schönen Montag. Tschüss.